In der heutigen Late Night Show reden wir über Drachen und Heists für die 5. Edition von Dungeons and Dragons und über Würfelarenen. Und wo ich das sage, sollte ich vielleicht hinzufügen, es geht nicht um Dragon Heist für Dungeons and Dragons und auch nicht um tödliche Zweikämpfe zwischen Würfeln. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. In der heutigen Late Night Show haben wir zwei Bücher für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Was heißt, dass wir über das, was wir auf Deutsch vorstellen wollen, schon einmal geredet haben, nur auf Englisch. Noch erscheinen die jeweiligen Versionen nicht gleichzeitig, das ist ja für irgendwann in der Zukunft geplant. Aber jetzt ist es immer noch so, dass wir in der Regel versuchen, über die englischen Sachen zu reden, damit wir schneller dran sind. Insofern haben wir schon mal über Fizzbans Schatzkammer der Drachen geredet, nur eben über Fizzbans Treasury of Dragons. Dementsprechend, wenn ihr wirklich ins Detail wissen wollt, was das für ein Buch ist, könnt ihr zu der alten Late Night Show zurückgehen, in der wir über die englische Version geredet haben, denn inhaltlich ist das Buch natürlich gleich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Beschreibung zu diesem Video auch ein Link zu der alten Folge gelandet sein wird. Aber kurz gefasst nochmal, das ist ein Erweiterungsbuch, das alle Dinge, die mit Drachen zu tun haben, erweitert und mit Regeln versieht und das sich vor allen Dingen an Leute richtet, die entweder sehr gerne Drachen in ihren Kampagnen haben oder eine Kampagne explizit um Drachen schreiben wollen. Dabei werden unter anderem neue Arten von Drachen und von Drachenblütigen vorgestellt, nämlich die, die auf Edelsteinbasis existieren. Bislang hatten wir ja chromatische Drachen, die farbig sind, und metallische Drachen, die metallisch aussehen und meistens sind die einen fies und die anderen gut, und jetzt haben wir noch die kristallinen Drachen und bekommen noch ein bisschen Gründungs-Schöpfungsmythos mit dazu, wo die alle herkommen und wie das mit dem Multiversum von Dungeons & Dragons zusammenhängt. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe andere Drachen und Drachenartige. Dann bekommen die jeweils noch eine Reihe von verschiedenen Tabellen, wo man auswürfeln kann, wie sind die so drauf, wo wohnen die, was machen die, was sind Plotaufhänger, mit denen man arbeiten kann. Eine ganze Reihe an Monstern und oder potenziellen Plot-Hooks bekommt Werte und insgesamt wird das dann auch noch mit einer ganzen Reihe an Zitaten von Fizzban, der gleichzeitig ein Drachengott ist, beziehungsweise eine Manifestation eines Drachengottes, abgerundet. Und wir haben vor allen Dingen über das deutsche Buch jetzt was zu der Übersetzung zu sagen, logischerweise, weil wir über den Inhalt schon geurteilt haben, in Anführungsstrichen. Und nachdem ich da ein bisschen durchgeblättert habe, muss ich sagen, die Übersetzung ist auf jeden Fall immer nutzbar. Manchmal, wenn es um Regeldinge geht, ist sie halt ein bisschen sperrig, aber da sind auch die Originaltexte schon nicht unbedingt die schönste Prosa. Und da, wo sie ein bisschen flapsig sein sollen, wenn es Fizzban-Zitate sind oder wo es ein schönerer Fließtext sein muss, funktioniert das in der Regel auch. Es gibt ein paar Stellen, wo ein bisschen sehr lange Sätze irgendwo auftauchen. Und ein, zwei Tippfehler, die ich gefunden habe, die durch das Lektorat gerutscht sind, Dinge, die bei einem Buch dieses Umfanges passieren, würde ich sagen, aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine solide Leistung. Das heißt, auf Deutsch bekommt das Buch exakt die gleiche Wertung wie auf Englisch, was 7,5 von 10 möglichen Punkten sind. Es liefert zwar eine Menge Inhalt, aber der ist schon sehr speziell. Und wenn ihr nicht jetzt groß vorhabt, irrsinnig viel mit Drachen zu machen, ist das kein Buch, was ihr braucht, weil die Monsterhandbücher ja schon eine Menge Drachenkrimskrams bieten. Wechseln wir zu etwas, was auf Englisch noch relativ neu ist, und das ist Keys from the Golden Vault. Das ist eine Sammlung von Abenteuern, ähnlich wie die Sammlungen rings um Candlekeep, wo es um Bücher ging, nur dass es hier jeweils um Heists geht, also um Einbruchsabenteuer. Es geht nicht darum, alles totzuschlagen, sondern sich irgendwo reinzuschleichen, Dinge zu stehlen oder auch mal irgendetwas heimlich irgendwo zu hinterlegen oder Informationen von irgendjemandem zu bekommen. Und die sind wieder strukturiert, dass man eins für Stufe 1 hat, eins für Stufe 2 und so geht es dann weiter hoch. Insgesamt bis zu Stufe 11 tatsächlich. Die anderen solchen Anthologien sind teilweise noch deutlich höher gegangen, bis tatsächlich 17 oder 15. Aber hier geht es ja auch weniger um krasse Kampfkraft, sondern mehr um gutes Planen. Die Heists sind tatsächlich alle sehr unterschiedlich vom Thema her. Das geht darum, zum Beispiel etwas von einer Museumsausstellung zu klauen, jemand, der in einem Gefängnis einsetzt, draus zu befreien, jemanden, der auf einem Zug, der durch die Ebenen reist, da ist es dann schon sehr abgefahren, zu befragen, während man gleichzeitig aber mit einem elitiden Sherlock Holmes Morde aufklären muss.
oder auch tatsächlich an einen bestimmten Ort einen Gegenstand zu bringen, um eine Katastrophe zu verhindern, weil der niemals dort hätte weggeholt werden sollen. Aber gleichzeitig hat man nicht genügend Leute zur Hand, um die Personen, die diesen Ort besetzen, einfach auszulöschen, was meistens, wenn wir ehrlich sind, die Lösung für solche Probleme bei Dungeons & Dragons ist. Oder Leute verführen. Das ist natürlich hier auch optional, wie immer. Was den Aufbau der einzelnen Heists angeht, ist es aber alles sehr ähnlich. Die können alle einfach so irgendwo eingestreut werden. Es gibt immer zwei Vorschläge, wie man über verschiedene NSCs oder andere Spuren auf diesen Auftrag kommen kann. Aber es gibt immer auch einen, der tatsächlich an die Organisation, den namensgebenden Golden Vault, gebunden ist. Was eine Truppe an größtenteils an das gute glaubende Dieben ist, beziehungsweise Leute, die Diebe beauftragen. Das ist alles sehr mysteriös und auch so ein bisschen Mission Impossible mäßig aufgehängt. Man bekommt immer einen goldenen Schlüssel, den man in eine Spieluhr stecken muss. Und dann hat diese Spieluhr einen kleinen Satz, den sie aufsagt, beziehungsweise einen Text, der unter anderem enthält, wenn sie dieser Auftrag, sollten sie ihn annehmen, umfasst und dergleichen. Also es hat schon so einen Augenzwinkern tatsächlich dabei. Und dann geht es los. Man hat einen Ort, an dem man das erste Mal mit jemandem reden soll, kriegt einen Auftrag, kriegt immer eine Version einer Karte. Das kann sehr unterschiedlich sein von einem magischen Kristall, der vor dem Auge der Person, die mit dem verschmolzen ist, auf Wunsch eine dreidimensionale Anlage erzeugt, mit der man auch interagieren kann, um magische Sicherheitsmechanismen außer Kraft zu setzen, bis hin zu zwei Leuten, die etwas peinlich berührt, eine Sandburg des Ortes bauen, in den man eindringen soll. Das heißt, wir haben tatsächlich eine wirklich schöne Bandbreite an unterschiedlichen Kartenillustrationen und dann jeweils noch eine standardmäßige Kartenillustration, wobei die hier wieder einen guten Schritt in die Richtung bunt und vor allen Dingen auch detailliert machen. So wie Dungeons & Dragons 5. Edition mal angefangen hat, da sind wir jetzt wieder angekommen, nachdem zwischendurch, ich würde mal schon sagen, gespart wurde an Kartenillustrationen. Aber da die hier besonders wichtig sind für solche Einbruchsabenteuer, ist man da wieder in die Vollen gegangen. Und dann gibt es die Aufschlüsselung des Ortes, wer wann wo ist und ein bisschen was passieren kann, wenn man dort drinnen ist und ein bisschen was dazu passiert, wenn man den Auftrag abgeschlossen hat. Die Abenteuer sind in sich alle recht rund. Da gibt es nicht wirklich was zu mäkeln, aber sie sind sehr offen und man bekommt hier nicht wirklich was an die Hand, wie man jetzt tatsächlich heißt, Abenteuer spielt. Auch zu den Golden Vault Leuten gibt es gar nicht so wirklich viel Information. Das ist alles auf so ein paar Seiten am Anfang des Buches gepresst. Und das finde ich ein bisschen schade, denn heißt Abenteuer haben ihre ganz eigene Herausforderung. Um zu verhindern, dass man 5 Stunden sitzt und plant und dann beim eigentlichen heißt eh ja alles anderes, irgendwie anders läuft. Ich meine, das ist normal bei Rollenspielabenteuern, aber in diesem Fall ist es dann besonders störend, weil man so viel Wert auf die Vorbereitung legt normalerweise. Das ist zum Beispiel eine Krankheit, die Rollenspielsysteme, die sich darauf konzentrieren, öfters haben, die einige aber auch wirklich sehr gut gelöst haben. So gibt es Systeme wie Leverage, die sich mit Heists beschäftigen, die ganz viel von der Vorbereitung in Flashbacks verpacken oder die ein Punktesystem bereitstellen, mit dem man sagen kann, aber ich habe doch an diese Vorbereitung gedacht und diesen oder jenen Gegenstand irgendwo hier versteckt. All das gibt es nicht. Insofern hat man hier eine Menge Material, mit dem man spielen kann, aber wenig Hilfestellung, wie man damit spielt, ohne irgendwann mittendrin dazusitzen und zu sagen, ich weiß auch nicht, eigentlich ist jetzt alles schiefgegangen. Oder wie kann ich jetzt die Vorbereitung vernünftig umsetzen? Das, finde ich, ist ein bisschen eine vertane Chance. Insofern gibt es dann am Ende 7 von 10 möglichen Punkten, wenn wir nicht so eine schöne Bandbreite an Kartenillustrationen und an auch sehr schrägen Ideen hätten. Ich verweise nochmal an den Zug, der durch mehrere Ebenen reist und an den Elitiden Sherlock, wo ich wirklich teilweise laut gelacht habe, als ich es gelesen habe, wäre es tatsächlich noch weniger, weil es eine gute Idee ist, die aber noch sehr viel mehr Hilfestellung gebraucht hätte. Wenn ihr sehen wollt, wie eines von diesen Abenteuern gespielt wird und auch wie ich da im Verlauf des Spiels eine Menge anpasse, weil man das bei Heist-Abenteuern eben machen muss, eines von den Abenteuern hieraus, das Geheimnis von Zelle 13, The Prisoner of Cell 13, habe ich schon geleitet für die GameStar und ihr könnt euch das bei Monsters and Explosions auf Twitch anschauen, beziehungsweise wir verlinken, wo ihr das findet. So als ein kleiner Showcase für das Buch. Das zweite Thema heute sind Würfelarenen und wie gesagt, kein tödlicher Zweikampf zwischen Würfeln, auch wenn es inzwischen Dice Shaming gibt oder Dice Jail und was man alles mit seinen Würfeln anstellen kann. Manche Leute schmelzen sie ja auch ein, die armen Dinger. Aber in diesem Fall geht es einfach darum, einen Platz zu haben, wo man würfeln kann und die Würfel nicht entkommen, unter dem Sofa landen und erst beim nächsten Umzug gefunden werden.
Die sind uns zugeschickt worden von der Firma Playmats, weil die in nächster Zeit ein Crowdfunding dazu planen. Und wir sind eigentlich ja davon weggekommen, vorab über Crowdfundings zu reden, speziell wenn wir nicht wissen, wie genau das Produkt irgendwann ausfallen wird, weil wir selber schon jetzt oft genug bei Crowdfundings uns zumindest verarscht gefühlt haben. Ich will hier nichts offiziell unterstellen, aber gefühlt haben wir uns so. Diesmal haben wir aber die Sachen tatsächlich hier. Und der Gimmick, der bei diesen Playmats mehr oder weniger der Aufhänger ist, dass sie nachtleuchtend sind. Also nicht das ganze Ding. Reden wir kurz aber erstmal darüber, was das ist. Das sind eigentlich zweidimensionale kleine Dingsies aus Mauspad-Material, die man aber mit den Druckknöpfen hier in den Ecken zusammenklicken kann. Wenn ihr auf einer Convention wart, habt ihr sicherlich auch schon mal sowas gesehen von verschiedensten Anbietern. Das ist also per se nichts Neues, aber die haben bei dem Aufdruck jeweils noch einen zweiten oben drauf, der auch ein bisschen dreidimensional erhaben ist aus einem Material, das im Dunkeln leuchtet. Das heißt, der 20-seitige Würfel, der hier drauf ist, und ein kleiner Rahmen drumherum, die glühen auch im Dunkeln. Wobei wir mit denen geredet haben und sie mehr oder weniger gesagt haben, ja, das ist ein Gimmick. Es gibt wenig Würfel, die man bei den Beleuchtungszuständen, die man braucht, damit dieser Gimmick funktioniert, auch noch vernünftig lesen kann. Das heißt, es ist ein Gag. Ich möchte eher darauf hinweisen, dass die Dinger zweiseitig bedruckt sind, was bei wirklich den allerwenigsten von diesen Dice Trays oder Würfelarenen der Fall ist. Die meisten sind einfach von der Rückseite schnödes, schwarzes Gummi. Gibt drei verschiedene hier. Ihr habt jetzt gerade den Science Fiction gesehen, wo man im Grunde ein Cockpit eines Raumschiffs hat. Dann gibt es so ein Endzeit-Dings. Auf der Rückseite ist ein Vault-Tor und vorne haben wir irgendetwas, was im Dunkeln glüht, was im Fall von einem solchen Fass mit einer Strahlungswarnung vermutlich nicht gut ist. Und dann ganz klassisch haben wir noch einen Drachenkopf für die Fantasy-Vertretung mit Drachenschuppen auf der Rückseite. Das Mauspit-Material ist relativ dünn, sodass die sich auch ganz gut biegen lassen. Es gibt so ein paar von diesen Dice-Trays, die immer noch verzweifelt dann wieder flach liegen wollen und sich dran gewöhnen müssen. Insofern, das ist bei denen nicht das Problem. Ansonsten hattet ihr einmal eins davon in der Hand, wisst ihr mehr oder weniger, wie das funktioniert. Und ihr könnt jetzt selber sehen, ob euch die Aufdrucke gefallen. Ich persönlich muss sagen, ich finde sie schon ganz schick. Und vor allen Dingen schön, dass es drei unterschiedliche Themen gibt. Und wir reden mit denen gerade drüber, ob wir möglicherweise auch eine Kooperation in Zukunft machen. Das ist alles gerade noch in der Zukunft. Wir wissen nicht genau, ob da was draus wird. Aber möglicherweise gibt es dann auch Orkenspalter TV Würfelarenen. Warum nicht? Irgendjemand da draußen möchte sie vielleicht haben. Damit sind wir aber auch am Ende angekommen. Es gibt logischerweise keine Punktewertung für diese Würfelarenen und vor allen Dingen für den Vorschau auf ein Crowdfunding. Aber wir haben euch hiermit darauf aufmerksam gemacht und vielen Dank an die Leute von Playmats, die sie zugeschickt haben. Und ich hoffe, dass wir uns heute wieder gut unterhalten haben, ihr bis zum Ende da geblieben seid, euch gut fühlt, dass es euch gut geht. Oder ansonsten, dass es besser wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in andere Videos von uns reinschaut, uns begleitet, mal im Livestream reinschaut oder wenn ihr unterstützen wollt, was wir hier machen, ob das jetzt Unsinn ist oder tatsächlich für euch wertig, dann schaut doch mal bei Patreon rein, denn das ist das, was überhaupt dafür sorgt, dass wir das weiterhin hier tun, weil es inzwischen ein Job ist. Ein schöner Job, aber trotzdem ein Job, von dem man auch irgendwie irgendwas bezahlen muss und den Hund füttern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.